Yo Leute, was geht? Und willkommen auf dem Brand Nation Kanal. Ich dachte mir, ich mache noch eine schöne Feierabendrunde und tue noch ein paar Wheelies poppen und zeige euch mal so meinen Fortschritt, den ich jetzt bis jetzt so gemacht habe. Die sind eigentlich schon ganz stabil, würde ich sagen. Ich mache sie zurzeit immer mit dem zweiten Gang und ich habe noch keine Eier dazu zu schalten während dem Wheelie. Aber ich bin dabei, ein bisschen sehr gerade auf den Kipppunkt zu fahren. Ich habe auch damit angefangen, weil viele immer sagen, yo, Fuß auf der Bremse, nur bringt es dir halt absolut gar nichts, wenn du die auch nicht betätigst. Und voll viele, ja, haben sie halt auf der Bremse, ja gut. Aber wenn du sie halt nicht drückst, dann juckt es halt das Motorrad gar nicht. Oft hilft ja gerade beim Einzylinder die Motorbremse extrem viel. Aber an dem Punkt, wo ich war, war es halt wirklich so, da hat mir die Motorbremse halt absolut gerade gar nichts mehr gebracht. Also ich bin komplett vom Gas unten gewesen. Sie war aber komplett auf dem Kipppunkt. Wenn ich da die Fußbremse nicht tätigt hätte, dann weiß ich nicht, wie gut es dann gelaufen wäre. Deswegen würde ich euch nur empfehlen, Wheelies üben und Fuß auf der Bremse zu haben, sondern halt wirklich sie auch manchmal tippen. Jetzt zeig's euch einfach mal. Also die gehen wirklich schon saugut. Ich krieg's halt absolut nicht im dritten Gang hin. Aber zweiter Gang geht dafür umso stabiler. Da war ich jetzt auch schon an dem Punkt, da muss ich jetzt mit der Fußbremse dagegen drücken oder hätte ich nicht vielleicht müssen, aber es war auf jeden Fall an dem Punkt, wo ich dann schon fast nach hinten kippen würde. Also da hat mir jetzt auch nicht mehr die Motorbremse geholfen. Ich tue mir noch etwas leichter, wenn ich jetzt gerade so wie hier, es ging leicht bergauf, dann tue ich mir da wesentlich leichter als wie bergab oder gerade Strecken. Aber es geht auch auf der Geraden. Also letztens konnte ich es auch auf der Geraden. Guter Tipp, wenn ihr am Wheelies üben seid, wenn es eine leichte Steigung hat, geht es auf jeden Fall wesentlich einfacher. So, ich fahre jetzt mal an einen Spot, wo man ein paar Wheelies hin und her ziehen kann, dass die Leute auch nicht immer abgefuckt sind. Weil ich habe leider keinen perfekten Ort, wo ich die gescheit üben kann, wo ich auch niemanden störe. Ja, ich hatte zum Glück noch nie das Problem, dass jemand hergekommen ist und hat gesagt, dass ich mich verziehen soll. Alle waren ziemlich nett zu mir immer. So, ich steppe jetzt mal ganz kurz zu dem Wheelie-Ort und dann sehen wir uns wieder. So Leute, am Wheelie-Spot angekommen. Poppen wir erstmal den ersten. Oh, der war ja absoluter Schmutz. Ja, perfektes sind sie auf jeden Fall nicht immer. Ja, ich kann dir mal erklären, wie ich sie mache. Also ich schalte den zweiten Gang, ein Finger an der Kupplung und Kupplung ziehen. Und dann gebe ich einen Gasstoß. Man darf nicht runter vom Gas, sondern... Ah, hier ist die Straße halt echt... Einmal probier's noch, kleiner Stoppie. Oh fuck, Alter, das war ja absolut kein Stoppi. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Mann, die Straße ist doch... Boah, geil. Probieren wir es mal hier. Also, ich fahre einen zweiten Gang, Finger auf der Kupplung, zieh hoch. War in Ordnung. Geht noch besser auf jeden Fall. Genau, und jetzt war es zum Beispiel so,
Ich habe gesehen, okay, die Kurve ist jetzt eh bald vorbei und weil ich auf jeden Fall noch nicht die Skills habe, um die Kurve hier rum zu wheelen, gehe ich dann bewusst mit dem Fuß langsam an den Schleifpunkt, um ihn einfach so ein bisschen auszureizen und zu testen, okay, wann greift er, wann nicht. Nicht Vollgas draufdappen, sondern einfach so ganz gechillt ihn mal ein bisschen ertasten. Ja, ich tue mir echt schwer, im Wheelie dann zu schalten, weil ich bin so konzentriert. Boah, ich habe absolut nichts mehr gesehen, wo ich hinfahre. Ja, ich weiß nicht, wenn ich im Wheelie bin, bin ich so konzentriert irgendwie, ich weiß nicht, wie ich da es jemals machen soll, den Finger an die Kupplung zu machen und dann nochmal einen Gang hochzuschalten. Ich tue mir da echt schwer, mich da zu überwinden. Vielleicht hat der eine oder andere ja noch einen Tipp für mich. Okay, ich habe es probiert zu schalten. Es ging, aber ich bin dann wieder runtergefallen. Ah Mann, ich glaube, ich muss während dem Hochziehen muss ich schon am besten schalten. Aber ach, das ist so f***ing schwer. Ah nein. Oh Leute, so Mann, das wird einfach nichts mehr. Jo Leute, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Ich bin jetzt gut am Sack. Oh, das mit den Schalten ist halt echt noch schwierig. Ich nehme euch einfach mal ein paar Mal mit, wenn ich wieder am Üben bin, ein bisschen weiter bin. Falls ihr Tipps habt, gerade zum Schalten-Thema, haut die gerne mal alle in die Kommentare, weil ich wäre für alles dankbar. Genau, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen und dann bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Haut da rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. So, und jetzt noch einer zum Abschluss. Ah, es wird, Leute!